liebe Bücherwürmer. Ich habe für euch heute die Neuzugänge vom Carlsen Verlag aus dem Mai. Im Rahmen meiner Tätigkeit als Carlsen-Botschafterin stelle ich euch jeden Monat vor, was im Carlsen Verlag so neu erschienen ist. Ich erhalte dafür eine Aufwandsentschädigung von Carlsen. Und natürlich gibt es auch in diesem Monat wieder etwas zu gewinnen. Ihr solltet also bis zum Ende dranbleiben. Jetzt starten wir doch mal direkt mit den Titeln aus dem Mai. Alle Titel, die ich euch heute vorstelle, sind am 31.05. in die Läden gekommen. Bis auf der Comic, der ist schon am 30.05. erschienen. Bei Chicken House ist ein historischer Roman erschienen, und zwar Witchborn, Königin der von Nicholas Bowling. Und historisch ist der Titel deshalb, weil er in England 1577 spielt. Witchborn, der Titel, sagt ja eigentlich schon, dass es sich bei diesem Buch um Hexen drehen muss. Die 14-jährige Alice ist nämlich knapp den Hexenjägern entkommen, die ihre Mutter getötet haben. Das heißt, sie befindet sich gerade auf der Flucht, versucht aber gleichzeitig natürlich auch an ihren Kräften weiterzuarbeiten, um eine vollwertige Hexe zu werden. So, und jetzt kommt die historische Sache ins Spiel. In diesem Roman sind nämlich auch zwei besondere historische Figuren mit dabei. Zum einen ist das Elizabeth die Erste und dann auch noch Maria Stuart. Ja, wenn das nicht mal eine abgefahrene Kombi in einem Jugendbuch ist. Außerdem trifft in diesem Roman die weiße Magie auf dunkle Magie. Oh Mann, ich bin tierisch gespannt. Das zweite Hardcover, das ich für euch habe, ist Magnus Chase, das Schiff der Toten von Rick Riordan. Ah! Einige von euch wissen ja vielleicht schon, dass ich ein mega Rick Riordan-Fan bin und ich habe auch schon ganz viele Videos über seine Romane gemacht. Ich werde euch da mal was auf dem i und unten in der Infobox verlinken. Und ich kann es kaum glauben, dass es jetzt schon der dritte Band sein soll. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gestern erst den ersten Band in der Hand gehalten habe. In der Magnus Chase-Reihe geht es um nordische Göttersagen. Und das Tolle ist eben, dass es alles so in der Welt von Percy Jackson spielt. Man muss sich aber eben nicht mit Percy Jackson auskennen, um bei Magnus Chase einzusteigen. Ich will euch natürlich nicht spoilern, was jetzt im dritten Band passiert, aber ich habe noch etwas ganz Besonderes für euch. Nämlich gibt es ab diesem Monat auch das Taschenbuch zum ersten Band. Magnus Chase, das Schwert des Sommers. Magnus findet heraus, dass er der Sohn eines nordischen Gottes ist. Und Magnus erhält die Aufgabe, ein Schwert zu finden, das seit tausenden von Jahren verschollen ist. Und auch in der Götterwelt braut sich einiges zusammen, denn der Weltuntergang steht bevor. Und wer soll den stoppen? Natürlich Magnus. Ob er das schaffen kann, welche Hilfe er erhält und vor allem von welchem nordischen Gott Magnus eigentlich abstammt, das erfahrt ihr im Roman. Wenn ihr noch etwas für den Sommer sucht, dann habe ich von Chelsea Philpott Ein anderes Paradies hier. In dem Taschenbuch geht es um Charlotte. Und die trifft im Elite-Internat auf Julia. Von ihr ist sie total angetan. Aber vor allem ist sie auch sehr angetan von der Familie und besonders von Julias Bruder Sebastian. Charlotte erhält einen Einblick in ein ganz anderes Leben. Wir reden hier von Sommeranwesen und echt coolen Partys. Ja, irgendwie klar, dass Charlotte dann dazugehören möchte, aber es ist eben nicht so leicht, wie es vielleicht aussehen mag. Dann möchte ich euch noch einen Titel vorstellen, der jetzt gerade erst verfilmt wurde, nämlich Love, Simon. Den Titel gibt es auch als Hardcover von Becky Albertalli und der heißt Nur drei Worte. Ich denke, dass für die Taschenbuchausgabe, für die Filmausgabe eben, dann der Titel nochmal geändert wurde, damit man direkt sieht, dass es sich dabei um Love, Simon handelt. Simon und Blue schreiben sich mehr oder weniger anonym E-Mails. Allerdings weiß Simon fast gar nichts über Blue, aber er möchte ihn unbedingt kennenlernen. Denn immer mehr verliebt er sich in Blue. Sie gehen sogar auf die gleiche Schule. Also hält Simon immer Ausschau nach ihm. Im Gegensatz zu Simon ist Blue aber noch nicht so wirklich bereit, sich mit ihm zu treffen und dann fällt eine E-Mail ausgerechnet in falsche Hände. Und ihr könnt euch denken, dass es dann ziemlich bergab geht. Allerdings ist das auch ein sehr herzzerreißender und wundervoller Roman über die Liebe. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Ich habe das Buch schon vor einiger Zeit gelesen und ich mag es einfach so unendlich gerne. Es kommen so viele Harry Potter Referenzen vor und ich wette, ihr wollt danach Oreo-Kekse essen. Und dann möchte ich euch noch was aus dem Kinderbuch präsentieren, nämlich von Matthew Baker, Diebe, Lügner und Helden wie wir. Nicholas ist mit seinen Freunden auf der Suche nach einem Familienschatz. Diese Abenteuerlust kommt aber nicht von ungefähr, denn wenn er diesen Schatz nicht findet, kann er möglicherweise sein Zuhause verlieren. Und es beginnt ein verrücktes Abenteuer, bei dem die drei ein Geisterhaus entdecken und einer Wahrsagerin begegnen. Dam dam da dam 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 da da. Es gibt etwas Neues an Harry Potter. Und zwar Harry Potter, eine Geschichte voller Magie. Dieser Ausstellungsbildband ist zum Jubiläum von Harry Potter und der Stein der Weisen erschienen. Bloomsbury, J.K. Rowling und die British Library haben sich nämlich zusammengeschlossen, um eben die Ausstellung, eine Geschichte voller Magie zu kreieren. Und ich hatte das Glück und habe die Ausstellung auch gesehen, weswegen ich mich umso mehr freue, in diesem Bildband wieder blättern zu können.
um nämlich einige Schätze nochmal zu sehen, die dort ausgestellt wurden. Das Tolle ist wirklich, dass man hier auch beispielsweise Auszüge aus den Notizen von J.K. Rowling sieht. Aber vor allem lernt man wirklich viel über die Geschichte der Zauberei. Das heißt, wie J.K. Rowling auf die Idee kam, einige Pflanzen einzubauen oder was die Wahrsagerei überhaupt bedeutet. Aufgeteilt ist das Buch nämlich in unterschiedliche Kapitel. Und die wiederum beschreiben immer ein Unterrichtsfach, beispielsweise Kräuterkunde, Zauberkunst oder Astronomie. Und zu jedem Überkapitel bekommt man dann tiefgehendere Informationen. Ich werde euch auf dem i und unten in der Infobox auch nochmal mein Video zu meiner London-Reise verlinken. Dann könnt ihr nämlich ein bisschen mehr darüber erfahren, wie mir die Ausstellung so gefallen hat. Und auch ein Comic darf nicht fehlen, und zwar Bug Buch 1 von Enki Bilal. Das ist ein ganz schön riesiger Titel, passt irgendwie kaum ins Bild. Stellt euch vor, dass auf der Erde plötzlich alle digitalen Daten verschwinden. Das müsste ziemlich im Chaos enden. Aber ein Mann soll angeblich alle Informationen in seinem Gedächtnis gespeichert haben. Ja, und klar, dass jetzt alle Jagd auf ihn machen, um an ihre Informationen zu kommen. Ich stelle mir das irgendwie ziemlich krass vor, weil ich mir zum einen gar nicht vorstellen kann, dass alle digitalen Daten auf einmal weg sind und dass ein Typ wirklich alles in seinem Kopf haben soll. Irgendwie finde ich das ganz schön gruselig. Das war es auch für heute mit den Neuerscheinungen aus dem Carlsen Verlag. Und wie immer darf ich etwas an euch verlosen. Einige von euch kennen das Prinzip ja schon. Ich werde euch gleich ein paar Codewörter nennen. Und wenn ihr diese Codewörter unten in den Kommentaren verwendet, dann landet ihr automatisch im Lostopf. Wie immer werde ich hier den Zeitraum des Gewinnspiels einblenden. Und in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen. Der Carlsen Verlag wird den Versand übernehmen. Weil ich finde, dass ihr Love, Simon einfach lesen müsst, möchte ich dieses Buch an euch verlosen. Und zwar mit dem Stichwort Simon. Und weil ich einfach Rick Riordan liebe, kann ich es natürlich nicht lassen, auch einen dieser Titel an euch weiterzugeben. Mit dem Stichwort Magnus springt ihr für Magnus Chase, das Schwert des Sommers, den ersten Band der Reihe in den Lostopf. Und abschließend hätte ich noch was für euch, für die Fans von düsteren historischen Fantasy-Romanen, nämlich Witchborn. Und wenn ihr das Codewort Witch verwendet in den Kommentaren, könnt ihr eventuell eines dieser Exemplare gewinnen. Ich wünsche allen da draußen viel Glück. Aber das war es natürlich noch nicht. Ich möchte in diesem Zuge auch von euch wissen, warum ihr denn ausgerechnet diesen Titel gewinnen wollt. Und so ganz generell bin ich natürlich auch wieder neugierig. Welcher Titel hat euch am meisten imponiert aus diesen Neuzugängen? Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Ich freue mich schon auf den Austausch mit euch. Vielen, vielen Dank an den Carlsen Verlag. Ich bin Lea von Liberiarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Liberiarium. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besucht. Von mir gibt es immer mittwochs und sonntags ein geekiges oder buchiges Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, Bücherwürmer. Tschüss. Sie piff.